Ach, ich sollte nicht drunter stehen bleiben, ich Idiot. Ja. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 One Subscriber Level per Day. Die Wüstenfestung von Nudals. Mario hat eine Festung von Bowser in der Wüste gefunden. Komm vor, habe ich gehört. Keiner hat es bisher geschafft. That's my chance. Zwei Leute hatten schon 10 Versuche. Besiege alle Iggys und erreiche das Ziel. Ach, ich sollte nicht drunter stehen bleiben, ich Idiot. Hui! Why is there a zweiter P-Switch? I know why. Der war echt fies und knapp. So, jetzt darf ich mir die Frage stellen, brauche ich den oder nicht? Na komm, Iggy. Das gibt's nicht. Der ist mir wirklich komplett immer ausgewichen. Also der P-Switch-Run ist wirklich extrem nicht schwer, aber unfair. Ja, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Ich habe ja jetzt noch die Zeit. Ich kann das ja mal ganz kurz zeigen. Und jetzt geht's mal wirklich hier nicht um Speedrun, sondern einfach nur ums Zeigen. Erstmal mit der Stelle hier bin ich überhaupt nicht zufrieden. Weil das passt einfach so vom Flow her nicht. Die ganze Zeit hast du halt hier so das so schön alles abgetimt. Und hier kommst du dann halt, wie gesagt, mit so einer Sache. So, hier ist auch noch alles soweit. Ja, gut, hier ist, das kann man jetzt so ein bisschen hinterfragen, ob das mit dem Pokey sein muss. Aber hier, das ist wirklich hier die Creme de la Creme. Achso, da ist ein versteckt. Okay, gut. Dann habe ich nichts gesagt. Hättest du aber vielleicht einen anderen Block machen sollen. Oder gleich den P-Switch hinpacken sollen. Weil so ist das, wie gesagt, transportierst du den mit und... Ach, leck mich doch. Und hier, wie gesagt, die Stelle ist echt... Da habe ich halt schon mal, wie gesagt, schönere Stellen erlebt. Oh, leck mich doch. Dann macht das natürlich Sinn hier, die Stelle. Nein, nein, nein. Oh. Ja, wie gesagt, am besten gleich hinpacken.
Ich weiß nicht, warum ich das nicht hinbekomme. Das hier ist halt, wie gesagt, auch sehr kontraproduktiv. Oh, und der Kampf ist erst extrem unfair. Ne? Aber, wie gesagt, das mit dem Peace-Switchern... Anderer Block. Markieren irgendwie. Klar, du hast ihn jetzt mit Münzen markiert und so weiter, aber... Wenn du verstehst, was ich meine, das ist so... Ja. Keine Ahnung, wie soll man das ausdrücken? Es fühlt sich halt nicht so an wie so ein Flow. Also wäre da jetzt der P-Switch oben drauf, dann würde man sagen, okay, gut, bis da muss ich laufen. Und dann weiß man das auch. Ja, so, wie gesagt, man sucht nicht automatisch danach, dass da der P-Switch ist. Klar, beim zweiten, dritten Mal dann wahrscheinlich schon, weil man sich dann denkt, hä? Oder man nimmt halt so wie ich den P-Switch gleich mit. Mach dir da deine Gedanken. Ich bedanke mich jedenfalls, sag bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trotrein. Tschö, tschö!